Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Survival. In der letzten Folge haben wir angefangen, oben das Rathaus ein bisschen mal mit Zimmern auszustatten und auch direkt die Einrichtung vorzunehmen. Diese Folge müssen einmal hier die Schafe ein bisschen scheren. So, wir brauchen nämlich Wolle für Banner. Diese dienen als Vorhänge vor den Betten. So, ja, einmal hier die ganze Wolle, ne, dann seid ihr auch nicht so schwer. Hier habt ihr es nicht so schwer im Regen. Oh, das nehme ich natürlich gerne mit, das Ei. Sehr schön. Waren hier nicht mal mehr Hühner? Wird nachgewachsen. Nehmen wir direkt mit. So, wenn wir gerade hier sind, müssen wir nicht so oft wiederkommen. Sehr schön. So, ich springe einfach mal da drüber, möchte das nicht aufmachen. Ganzen Eisengolems hier. Wenn ich einen davon... Ich würde schon sagen, was ist das denn? Eine Katze. Wenn ich einen von den Eisengolems mit dem Ei treffen würde, dann wäre ich auf jeden Fall chaoslos. Ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, greifen mich die anderen dann auch an? Oder nur den, den ich getroffen habe? Ich glaube nur den, den ich getroffen habe. Wenn ich einen Villager angreife, dann alle anderen. So, aber das haben wir natürlich nicht vor. Tiere ich hier einmal, ja, das da rein. Und was brauchen wir noch? Zwei Banner brauchen wir noch. So, zwei weiße Banner noch gemacht. Dann können wir auch direkt hier die Wolle einmal wieder reinlegen. Und den Farbstoff, der ist ja sehr selten. Ja, den legen wir hier oben rein. So, dann... Ich denke, dann haben wir alles. Oder? Ach, es wird uns schon auffallen, falls was fehlt. So. Jetzt stundenlang vor einer Kiste stehen und zu überlegen, was wir noch alles brauchen. Macht ja keinen Sinn, ist ja direkt hier unten. Holen wir eben. Ja, das ist doch schon mal schön hier. Ja, wir gucken nochmal rein. Ja, hier herrlich, ne? Also hier ist die kleine Kajüte. Da können Sie sich schlafen legen. Dann hier Bücherregale, Arbeitszimmer. Also die müssen wir vielleicht nochmal döbern. Die müssen wir vielleicht nochmal mitnehmen. Ja, und dann hier noch der Arbeitsblock. Ja, so. Sieht doch eigentlich ganz nett aus. Ist doch schon wieder Nacht. Legen wir uns nochmal schlafen. Probieren wir das Bett auch einfach mal aus. Müssen wir wieder runterrennen. Können wir denn da rein? Ja. Ja, okay, man guckt ein bisschen durch den Block. Ist doch schön, dafür hat er kein Dachfenster. Kann dann trotzdem rausgucken. Ja, ist auch eigentlich ganz nett, finde ich. So, super. Machen wir hier das nächste Zimmer einfach mal weiter. Ja, da haben wir auch schon alles. Ja, wie gesagt, die Bücherregale, die fehlen. Und hier fehlen dann auch die Banner. Moment, haben wir drei Betten und ich brauche zwei Banner pro Bett. Habe ich zu wenig, ne? Ach nee, ich habe ein Bett habe ich zu viel gemacht. Und ich habe es noch gar nicht gefärbt. Ja, das hat gefehlt. Ja, super. Ja, da wissen wir wenigstens Bescheid. So, die können wir nämlich da oben dranhängen, sonst hätten wir hier auch diesen Stiel irgendwie. So sieht das wenigstens aus wie ein Vorhang. Klar, wenn man hier reinkommt, ne, soll er halt zuziehen, dann man weiß ja, da ist ja sein Schlafplatz. Muss man ja nicht dahinter gucken. So, wenn der ein bisschen unordentlich sein sollte. Selber schuld, soll er aufräumen. So, Privatsphäre hat er auf jeden Fall. Dann hier, Stufen. Die brauchen wir auf jeden Fall. So, hier, zack. Einmal hingesetzt. Unten und dann... So, sehr schön. Herrlich. So. Die auf jeden Fall vorne setzen, die dran setzen und dann die Tür auf den Block. Herrlich. Haben wir das auch irgendwie mal geschafft zu kombinieren. So, dann hier drinnen machen wir direkt weiter. Uns fehlen auch die Falltüren, ja, für den schönen Sessel. Das heißt, wir müssen gleich nochmal runtergehen. So, und hier auch der Arbeitsplatz und hier noch der Sitz. So. Und dann haben wir hier noch genau, eine Kiste und das offene Feuer müssen wir natürlich noch bändigen. Zack. Ich finde es auch gut, dass die Laterne ein bisschen mehr Licht gibt. Ja, macht ja auch Sinn. Wenn ich da ein Glas habe, einen Glaskörper zum Beispiel drumherum, der dann das Licht streut, dann wird es automatisch heller. Ja, auch wenn es eine kleinere Flamme ist. So, hier. Das haben wir. Dann müssen wir hier noch die Kajüte einrichten. Die sechs Blöcke hier einmal entfernen und dann hier mit Spruce Wood. Mit Kiefer oder Fichte einmal auffüllen. Sehr schön. Ja, da können wir auch einfach hier die Birken von da drüber nehmen. Und ja, setzen wir schon mal hier die Vorhänge hin. Da fehlt jetzt noch das Bett. Das haben wir zwar mit, aber es ist noch nicht rot. So, und alle kriegen das gleiche Bett. Da gar keine Diskussion nachher mit den Führern, warum der denn eine andere Farbe im Bett hat. Die kriegen alles gleich und gut ist. So, und da das ja hier das Rathaus ist und das hier auch ihr Arbeitsplatz ist, werden alle Betten einfach rot. Fertig. Keine Diskussion, wenn die hier nachher ihre eigenen Räume haben, können sie sich das umfärben. So, die sind auch alle rot. Also, was habt ihr? Sieht doch schön aus. Hm. So. Farbstoff. Nehme ich einfach dreimal mit und gut ist.
Schade, dass man hier nicht einfach stacken kann, dass er es wenigstens hier im Inventar stackt, dass man mehrere gleichzeitig machen kann. Das wäre natürlich auch sehr praktisch eigentlich. Na gut, bei größeren Rezepten hat man sich dann auch mal schnell verklickt, ne, und ganz viele Öfen gemacht. So, also kann ich dann auch wieder verstehen. Brauchen wir sonst noch irgendwas? Ach, ich gehe einfach hoch, wir schauen einfach mal. Kühe müssen wir auf jeden Fall auch mal vermehren, dass wir hier ein bisschen mehr Leder bekommen für Bücherregale. Jetzt ist es gerade sehr akut hier, der Mangel. Und ja, müssen wir mal gucken, wie wir das irgendwie beseitigen. Kriege ich das Bett jetzt dahin? Nee, nicht wenn ich da drinnen stehe, von der Seite. Ja, das geht. Super. Ja, dann, ach. Falltüren haben wir vergessen. Egal, machen wir den nächsten Raum erstmal. Soweit, dann fällt uns sicher noch was auf, was noch fehlt. So, ist ja gar nicht so schlimm. Wir müssen ja eh hier alles machen. Und ja, genau, andere Falltüren fehlen auch noch. So, wissen wir das auch schon mal. Und hier können wir auch noch den Torbogen reinziehen. Hoppala. Der verklickt hier. Zack. Ja, sieht doch soweit auch ganz gut aus. Hier ist ein Torbogen drinne. Decke sieht auch gut aus. Sehr schön. So will ich das sehen. Ja, hier drinne. Hier können wir auch schon mal die Kajüte einmal einbauen. So, dann haben wir das auch schon hinter uns. So. Zack. Und natürlich der Schreibtisch. Ja, da fehlt jetzt auch noch was. Also wir können schon mal einen Stuhl hinstellen, den kleinen. Und der Rest muss dann folgen. So ist das manchmal. So. Und hier können wir auch schon das Bett schon mal hinstellen. Ja. Haben wir dann. Und auch hier mit dem Banner. Herrlich. Da haben wir sogar noch ein Bett übrig. Können wir noch ein Doppelbett machen unten in der Kaserne. Und ja, ist doch eigentlich ganz nett. Ja. Kommen wir mit den restlichen Sachen wieder und dann können wir hier auch schon die ersten Villager, wenn wir denn welche finden, hier unten einziehen lassen. Machen wir erstmal hier den Rest. Das Bett, das lasse ich mal hier oben. Das muss ich ja nicht unbedingt mitnehmen. Auch die Türen lasse ich mal hier. So. Auch das hier, das, ja gut, die Laterne brauchen wir gleich nochmal. Lasse ich den Rest hier, so. Einmal kurz sortieren. Ja, das sieht doch gut aus. Einmal wieder runter. Toll. Es gibt ja jetzt auch andere Hunderassen. Also wir haben jetzt hier, ne, dreimal den gleichen Hund, sag ich mal. Den alten, den originalen Oldschool-Hund. Hunderasse, ja. Original hier. Sehr schön. Auch mit den drei schönen Farben hier, ne? Herrlich. Sehr gut. Können wir mal gucken. Vielleicht haben wir ja, wir können ja in anderen Dörfern, an anderen Basen später auch andere Hunderassen dann sicher auch halten und die nachher auch hier rüberbringen. Ach, gucken wir. Alles zu seiner Zeit. Ja, jetzt müssen wir erstmal hier wieder aus dem wertvollen Holz hier unten aus dem Dark Oak. Da müssen wir wieder neue Möbel einmal schreinern. Dann haben wir hier, also Slabs haben wir genügend. Ja, Stufen fehlen. Das heißt, wir brauchen auch erstmal Planken. Ja, das war ein paar wenig irgendwie. Ja. So, und jetzt können wir hier Stufen draus machen. Wie viel brauchen wir denn? Relativ viele sogar, ne? Ich glaube schon. Ja, gut, machen wir erstmal 12. 12 sollten reichen. Definitiv. So, und jetzt haben wir ein paar zu viele gemacht. Jetzt müssen wir hier noch mehr Holz hier bearbeiten. Eigentlich auch eine schöne Tür, ne? Die dunkle hier. Naja, aber wir brauchen hier die Falltüren einmal. Ich denke mal, zwei Stück sollten reichen. Ja, ich glaube, das sollte sogar perfekt reichen. Gehen wir mal hoch, gucken wir mal. Der Weg ist ja nicht weit. Zack, einmal hier hoch. Fertig, fertig. Dann gucken wir hier mal beim vorletzten. Ich denke mal, hier, das hier fehlte noch. So, dann ist der auch soweit fertig, bis auf die Bücherregale. Und natürlich der Joblock. Das lassen wir mal außen vor. Ach, genau, die fehlten jetzt auch noch. Aber gut, können wir auch hier oben machen. Ich denke mal, Holz, ja, haben wir mit. Sehr schön. Ich denke auch nicht, dass wir irgendwelche schon gecraftet hatten. Ah ja, und hier fehlt dann natürlich noch der Arbeitsplatz. So. Und hier auch. So. Der darf nicht fehlen. Dann hier der tolle Stuhl. Und die Tischplatte hier in die Mitte noch. Zack. Herrlich. Super. Sieht doch gut aus. Hat er hier ein Bett, einen Arbeitsplatz. Ah ja, genau, die Laterne. Sicherer und heller. Für alle das Gleiche. Und dann fehlen hier jetzt noch die zwei Falltüren. Hier hatten wir sie schon. Ja gut, da machen wir mal eben welche. Zwei Stück. Kostet ja nicht die Welt. So, eine hier hin und eine hier. Ah nee. Was habe ich denn jetzt gemacht? Falsch.
Genau, erstmal hier oben eine hin. So, um das Loch zuzumachen und die nämlich vor die Tür, damit der Villager hier nicht mehr raus kann. Das heißt, wir müssen die gleich wieder entfernen, falls hier ein Villager einziehen soll. Das ist dann halt so. Jetzt sollen sie eh noch nicht in den Raum rein. Wir können sie auch so setzen. Dann sollte er eigentlich reinkommen. Interessant. Sehr interessant. Oh ja, nee, müsste eigentlich die andere Seite sein. Dann könnte er eine Chance erhalten, hier in den Raum zu gelangen, wenn wir sie so aufklappen. Und sobald hier ein Villager drin ist, klappen wir sie einfach zu und gut ist. Ja, das ist ein sehr böser Plan. Wir sie hier einsperren können. Ich mache das jetzt einfach mal so. Ja, also die geht auch in die Richtung auf. Machen wir so. Fertig. Ja, da sind Betten drin. Wir locken sie mit den Betten direkt schon hier in die Räumlichkeiten. Vielleicht haben wir dann auch hier ein bisschen ja, schneller hier einen Erfolg, da, dass hier jemand einzieht, auch wenn hier noch kein Joblog ist. Also spätestens, wenn wir hier die Joblogs irgendwie einfügen, dann sollte hier auch ein Villager rein. Ja, gucken wir mal hier. So, ja, das sieht doch gut aus. Und ich denke mal, hier sind ja auch schon die Bücherregale, das heißt, der Raum ist fertig. Wir müssen nicht mehr großartig hier hin. Das ist natürlich auch immer so ein Aspekt, den man berücksichtigen muss. Muss man hier nochmal in die Räumlichkeiten oder nicht? Hier müssen wir keine großen baulichen Veränderungen mehr vornehmen. Das heißt, hier kann der erste Villager auch schon einziehen. So, wir brauchen einen Joblog. Wer soll hier einziehen? Ich denke mal, ja, nehmen wir einfach mal einen Klerik oder so. Ich glaube, wir haben unten einen Braustand. Den klauen wir ihm mal und setzen ihn dann dahin. Er ist da unten an der Dorfgrenze eh ein bisschen weit entfernt, finde ich. Ja, von den ganzen Eisengolems. Muss ja nicht sein. So, gleich wird er wieder dunkel. Wir können ihn ja auch jetzt schon klauen. Dann kann er morgen direkt anfangen arbeiten. Ist ja auch nicht so verkehrt. Ich meine, der wäre hier unten. Oder hatten wir den oben? Gucken wir mal. Nee, hier steht er. Super. Ja, auch wieder vier Betten. Wir müssen eigentlich gar keine Betten machen. Wir hätten sie abbauen können und oben wieder neu platzieren. Egal. So, reproduzieren wir einfach mal. Ja, Fortschen. Ich weiß gar nicht. Nee. Ja, der geht einfach so weg. Sehr schön. Da steht er auch komisch. Aber hier nur so eine kleine Wachhütte mit vier Wachleuten drin. Reicht. Super. Jawohl, hier, Klerik. Ja, ich habe leider deinen Jobblock gerade abgebaut. Ja, wir haben auch schon mit dir gehandelt. Ja. Guck mal, ich hab ihn in der Hand. Ja, ach, geh du unten schlafen, ist mir egal. So, wir gehen hoch und wir schlafen dann in deinem neuen Bettchen. Ganz einfach. Wenn du das nicht möchtest, also wir gehen auf jeden Fall hier hoch. Vielleicht haben wir auch einen neuen Klerik dann, gucken wir mal. So, Jobblock. Leute, es gibt Arbeit. Hier, drinne und wir legen uns schlafen. Ehrlich? Oh, ich habe die Tür aufgelassen. Gut, dass keiner reinkam. So, gucken wir mal. Vielleicht kommt hier einer von hier oben runter. Ja, wir können den Klerik ja auch nicht irgendwie hier reinschubsen oder hier hoch. Das funktioniert nicht. Ich denke nicht, dass er einen Weg finden wird. Oh, hier ist eine Katze. Jetzt haben wir keinen Fisch mit. So, was ich mich frage ist... Wir können ja sneaken, das heißt, ich mache das Ding hier einfach zu, dann können wir immer noch hier drunter her. Und die Villager nicht, jetzt gucke ich mal, ob hier irgendwie einer hingelaufen ist. Nein, sieht gut aus. Hier kann auch keiner hin, das können wir dann wieder abreißen, sage ich mal. So, dann kann hier keiner rein und hier kann keiner rein. Und das hier ist ja der geheime Raum hinter der Treppe, den wir nur erreichen, indem wir einmal außen über die Terrasse gehen. Also einmal hier... komplett außen rum. Das macht ja natürlich wenig Sinn. So, um das zu ändern, würde ich vorschlagen, machen wir hier einen Durchbruch. Wir gehen hier durch die Säule durch, weil diesen Lichtschacht hier, den packe ich auch nicht an. Oben fehlt noch das Glas. Das müssen wir nachher noch irgendwie, wenn wir es mal irgendwann haben, einfügen, dass hier auch das Tageslicht reinkommt. Ganz wichtig. Ja, wir haben es erstmal zugemacht. Später soll da ja hier so ein Lichtschacht entstehen, wo das Sonnenlicht bis ganz nach unten fällt und ja... Diesbezüglich würde ich auch hier das Geländer auch erstmal lassen und hier aber noch was einreißen. Beziehungsweise, ja, weiß ich nicht. Wir können ja hier noch eine Wand irgendwie reinziehen. Müssen wir mal gucken. So, auf jeden Fall soll hier der Durchgang hin. Die Tür soll weichen. Hier kommt dann auch noch ein Fenster oder so hin. Ja, können wir auch mal direkt mal anzeichnen hier. So. Wie gerade hier bei den Bauarbeiten sind. Ja, das sieht auch schon mal ganz gut aus. Hier, die Zäune muss ich noch holen. Dann machen wir das hier dicht. Und hier müssen wir durch. Habe ich hier Kiefer noch irgendwie mit? Nein, habe ich nicht. Nur die normalen. Haben wir eigentlich noch Slabs? Da
Das ist eine sehr gute Frage. Gehen wir einmal runter, schauen wir mal nach. Und dann machen wir hier auch noch so eine weitere Einrichtung, dass sie hier drüber können. Am besten so eine Mauer. Wenn es so Stufen davor, dann können sie hier über die Mauer hüpfen. Sie sind unten, aber können nicht mehr hoch. Das ist eigentlich auch ganz wichtig, dass hier nicht die ganzen Villager nach ganz oben laufen. So, mal gucken. So. Jetzt habe ich gerade vergessen, was ich wollte. Man sagt ja, wenn man etwas vergessen hat, dann liegt es meistens daran, dass man hier eine Tür durchschritten hat. Und wenn man zurückgeht, dann fällt einem das wieder ein. So, genau, ich wollte die Zäune hier holen. Ah, seht ihr, hat geklappt. Sehr gut. Zäune wollte ich holen und Screws, Saplings. Nicht Saplings hier, Slabs. Für den Boden. Holz, ja, gecraftet. Haben wir hier noch irgendwie unten was? Ja, das sieht sehr gut aus. Ja, das nehmen wir auch mal mit. Ja, für die Decke brauchen wir sicher auch noch ein paar Slabs. Müssen wir auch noch reinziehen. Ist ja der Turm. Da ist ja nichts drin. So. Und Zäune. Haben wir nicht. Haben wir nicht eine Bambuskiste sogar, wo die separat drin sind? Ja, hier unten. So. Jetzt kann es weitergehen. Einmal wieder hoch. Ins Rathaus. Ja, die breiten Treppen, die sind auf jeden Fall sehr gut. Viel Platz. Nein, wir müssen noch eins höher. Müssen hier mal die Räumlichkeit ein bisschen einteilen. Genau, ne? So, deswegen haben wir das. Weil wir nämlich hier schleichen können, ihr nicht. Dann einmal hier außen rumlaufen, sehr umständlich. Und dann hier durch. So, und bevor ich das Fenster jetzt hier zumache, machen wir erstmal hier den Durchbruch. Oh ja, das ist sehr dunkel, ihr seht es. So, gut, dass es hier in der Dunkelheit keine Mobs gibt, die spawnen könnten. Ach, da unten ist immer noch der Kollege. Haben wir da ein Loch drinne? Aber der kann ja nicht schwimmen, ne? Gut. Sei es drum. So ist es halt manchmal, ne? Im Leben. Dunkle Stunden hat er da. Unten. Alleine. Ja, aber ich habe den ganz vergessen, dass er da ist. Meine Güte. Der wird irgendwann ein Bösewicht. Und wird das ganze Dorf nachher zerstören. Aus Rache, weil wir ihn da unten in dem Turm zurückgelassen haben. Keiner hat ihm geholfen. Oh. Ja, jetzt bin ich hier mit reingefallen, aber keine Sorge, guck mal, ich kann schwimmen. Tut mir leid. Gut, dass wir das Wasser platziert haben. Das wäre jetzt tödlich gewesen. Einmal rumlaufen, das ist aber auch sehr weit, ne? Hier müssen wir auf jeden Fall noch eine Treppe irgendwo einbauen. Meine Güte, kriege ich einen Drehwurm. So, zwei Hungerbalken verloren, hier einmal wieder hochgelaufen. Ne, hier, richtige Ebene. Dann müssten wir hier eigentlich rauskommen, genau, hier ist der Durchbruch, sehr schön. Machen wir das auch einmal weg. Aber wir springen gleich eh nochmal runter, falls hier Items runterfallen. Die sammeln wir auf. So, und dann können wir hier nämlich auch den Boden reinlegen, herrlich. Ist ja auch noch hier so ein blinder Tunnel. Müssen wir mal überlegen, was wir da reinmachen. So, ich habe erstmal so einen Leertunnel gemacht für die Technik, aber weiter hoch geht es ja eh nicht. Da oben ist ja dann auch schon die Spitze, das heißt, da kommt keine Technik mehr hin. Wenn wir das Ding hier auch zumachen. Dann machen wir hier auch Fackeln natürlich dran, dass das hier ein bisschen ausgeleuchtet ist. Und ja, hier die hier auch weg. Jetzt habe ich hier den einen Stamm weggemacht. Nachher bricht der ganze Dach hier oben zusammen. So, da leiten wir das Dach einmal hier rum. Gucken wir mal, ob die das hier auch wollen, hier die Treppen. Ja, mehr oder weniger. Ganz gut. So. Herrlich. Ja, das sieht doch gut aus. Dann können wir hier mit den Half-Slabs einmal die Decke wieder auffüllen. Natürlich fehlt es da oben noch eine Fackel. Die machen wir auf jeden Fall dahin. Sonst spawnen da nachher Spinnen.
Ja, das heißt, wir müssen jetzt hier einmal die Mitte ausfindig machen. Das ist jetzt hier eins. Machen wir es hier. Eins, zwei, drei. Das ist die Mitte. Da bauen wir uns einmal hoch. Ja, auch einfach mit Holz, ist egal. So. Ja, jetzt sind wir hier im Boden drin. Wir hören die ganzen Villager über uns. Und wir müssen uns hier einfach nur eine Fackel setzen. So. Jetzt ist das hier auch sicher schön ausgeleuchtet. Können wir uns hier wieder runterbauen. Und gar keine Angst haben, dass hier nachher irgendwie Spinnen auf dem Dachboden rumkriechen. Herrlich. Haben wir das? Haben wir hier so einen Durchbruch einmal geschaffen? Ist doch eigentlich ganz schön. So. Und ich würde auch vorschlagen, wir machen hier dieses Areal, das machen wir auch mal dicht. Und das hier wird unser Zimmer nachher sein. Ja, stellen wir hier nachher ein Bettchen hin, können hier rausgehen auf die Terrasse, morgens ein Käffchen trinken. Ja, gucken hier über unser Dorf. Ach, ist das herrlich. Mit Distance Horizon bis zum Horizont können wir alles überblicken. Ja, ich sehe uns schon hier so eine Bahn, so eine Redstone-Bahn hier darüber führen. Oder hier auf der Seite können wir hier alles überblicken. Herrlich. Ja, da hinten bis zum anderen Dorf können wir gucken. Dann sehen wir hier die Schiffe nachher, die Handelsrouten abfahren. Unten zum Hafen hier hochkommen, die imposanten Mauern erblicken. Dann sehen sie hier den Lord hier oben auf der Brüstung stehen mit seinem Käffchen. Und sie schon mal begrüßen. So. Und ja, doch eigentlich ganz nett. Ja. Also ich denke, das reicht ja auch. Die Räumlichkeiten. Wenn man hier ein kleines, bescheidenes Bettchen hinstellt, so hier in die Ecke oder so, ich denke, das ist eigentlich ganz nett. Machen wir so. So. Wir wollen aber nicht, dass die Villager hier reinkommen. Ja, das muss ja nicht sein. Das heißt, wir nehmen hier die Fackeln einmal und hoppala. So. Die setzen wir einmal hier daneben. Ist ja auch eine. Ja. Dann die nachher an die Wand. Und hier kommt dann einmal eine Wand rein. Zack. Müssen wir auch irgendwie Eisentüren oder so hinsetzen. Oder wir lassen hier die Barriere auch erstmal. Ja, das ist gut. So, trennen wir das erstmal ab. So, zwei Stück. Perfekt, super. Dann wollen wir hier auch nur die zwei Türen haben. So, dann müssen wir hier noch die Stufen einmal ändern. Drei, so. Perfekt. Auch auf der Seite, damit das schön aussieht. Natürlich verklicke ich mich wieder. Typisch. So. Dann haben wir schon mal hier das Grundgerüst davon geschaffen. Da kommt die Fackel hin, weil sie dort auch an der Wand ist. Und dann können wir hier Eisentüren oder so reinsetzen. Und wir lassen hier die Barriere. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall eine Doppeltür. Und ja, hier fehlen auch jetzt die Falltüren. Da habe ich natürlich nur eine mit. Aber nichts. Es wird ja dunkel. Das heißt, wir können am nächsten Tag weitermachen. Und wir nehmen natürlich Falltüren mit. Ja, wir haben ja ganz viel auch abgebaut. Daran sollte es nicht scheitern. Herrlich! So, bevor ich sie vergesse, hier nach dem Schlafen, lege ich sie direkt schon ins Inventar. Da sind sie. Haben wir sie. So, auch zwei Eisentüren haben wir hier auch schon vorrätig und ja, natürlich auch ein paar Knöpfe. Wobei, da würde ich, glaube ich, Holzknöpfe nehmen, die sind ein bisschen länger in der Leitung. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr Zeit, um durch diese Türen zu gelangen. Brauchen wir eigentlich auch, ja. Und auch zwei, haben wir denn hier noch was? Druckplattenhut machen wir oben. Machen wir direkt. Ja, machen wir auch die Knöpfe direkt. So, legen wir uns schlafen. Einmal ausgeschlafen und schon geht's wieder hoch. Da wird auch langsam mal Zeit, dass wir hier die ganze Bude hier einrichten. Erstmal so ein Schloss hier errichtet im Dorf, wo wir hier die Außengrenzen gesichert haben. Und dann steht das auch noch wochenlang oder hier sogar staffelweise einfach leer. Ja, geht ja gar nicht. So, da die Falltüren einmal hin. Ach, die haben wir wegen der Treppe, haben wir die weggemacht, ne? Ah, interessant. Stimmt. Und hier sieht man die ja eh nicht. So. Und da würde ich auch sagen, weil das hier unser Schlafzimmer wird, da ist unsere Tür. Macht es natürlich keinen Sinn, wenn wir hier das offen lassen. So.
Das heißt, es wird alles dicht gemacht. Wir können ja hier unten diesen Boden, den können wir ja lassen. Der sieht ja dann auch relativ schick aus, will ich meinen. Ja, hier die da oben, ja, die machen wir aber weg, glaube ich. Ja, da haben wir auch die Wand weiter gezogen. Gut, nee, machen wir komplett. Machen wir komplett Wand, wie hier vorne. Sonst haben wir nachher einen Stilbruch drin, den wollen wir nicht. So, da kommt alles hier nur Eiche rein. Damit das auch ganz schick aussieht hier. Fackel nehme ich mit. So, die wäre nämlich runtergefallen, wäre ich nicht hier oben drauf gesprungen. Machen wir den Block noch weg. So, perfekt. Ah ja. Bevor wir es vergessen, die hier müssen natürlich auch noch angepasst werden. So. Und dann können wir hier das Fenster auch einmal verschließen, dass hier kein Feind reinkommen kann. Und vielleicht noch eine Fackel irgendwo setzen, wenn wir möchten. Weil es ausgeleuchtet genug. Wir haben hier genug Beleuchtung überall verteilt. So. Dann hier noch die Türen einmal in die Ecke, einmal in die Ecke. Und damit man da auch irgendwie durchkommt, einfach mal zwei Knöpfe. So. Ja, ist doch gut. So, und wie will man jetzt hier raus gelangen? Auch wieder zwei Knöpfe oder sollen wir hier Druckplatten machen? Denk mal Druckplatten. Ist ein bisschen eleganter. Machen wir zwei Stück. So, sieht man kaum, kann man hier einfach raus. Ja, um schnell rauszukommen. Hier, Knopf drücken, rein. Ja, kann auch keiner gut folgen. Und dann zack, einmal raus. Sehr schön. Sieht es natürlich noch ein bisschen scheußlich aus, hier mit den Knöpfen oben. Und ja, dann halt die Eisentüren drinne. Müssen wir noch ein bisschen verkleiden. Nehmen wir ein Bild oder sowas. Müssen wir mal schauen. So, was machen wir hier aus dem Raum? Würde jetzt so ad hoc sagen, machen wir zwei Räume draus. So, machen wir einmal hier einen Eingang rein. Ja. Machen hier einen Raum und machen wir hier noch eine Wand rein und machen hier einen Raum. Dann haben wir immer so zwei Parzellen, einen Raum. Ja, hier ist die Schräge, das heißt, der ist ein bisschen kleiner, dann vom Volumen her. Und hier haben wir dann eigentlich sehr schönen Raum hier mit drei Fenstern. Man kann hier auf den Balkon gucken, ja, wenn ich da meinen Kaffee trinke. Und man kann hier aber auch runter gucken. Sehr schön. Ja, gut, machen wir einmal hier die Wand einfach rein. Schauen wir. So, zack. Einmal die Wand und ja, das hier muss natürlich auch noch weichen. Müssen wir hier auch wieder die Treppen reinbringen. Da auch. So. Direkt mit berücksichtigen. Fackel muss weg. Ein bisschen dunkler hier. So viele Villager. Und machen wir hier eine normale Tür. Oder eine große. Wir können auch hier eine große reinmachen. Eigentlich kein Unterschied. So. Da eine halbe. Und hier auch eine halbe. So. Jetzt ist aber sehr dunkel hier. Genau, die Stufen müssen wir noch anpassen. Auch auf der Seite die Decke schön verschließen. Ja, man kann drei machen. So. Ist doch gut. Und weil es aber auch recht dunkel ist, würde ich meinen, machen wir hier einfach noch zwei Fackeln hin. Ja, das ist doch gut. Schön ausgeleuchtet. Und ja, natürlich hier fehlt noch die Wand, sonst haben wir hier einen großen Raum mit zwei Zugängen. Das macht natürlich weniger Sinn. So, machen wir die hier einmal weg und die beiden hier noch. Natürlich die Fackeln. So, hier noch die Stufen einmal dran, dann ist die Decke auch zu und dann können wir hier die Wand einmal runterziehen und das Ganze hier vollenden. Sehr schön, haben wir jetzt hier einen Raum und haben wir hier einen Raum. Bisschen düster auch, ne? Machen wir mal wieder hier so eine Fackel hin oder da, neben das Fenster vielleicht. Ja, kann man machen. So, haben wir hier Türen? Eine Tür haben wir auf jeden Fall noch. Wie setzen wir die? Ist eigentlich egal, wie wir sie setzen. Machen wir sie so. Fertig. Und dann haben wir hier auch noch zwei Falltüren. Die müssen dann aber so rumgesetzt werden. Genau, damit die zugehen. So haben wir es. Fertig. Das auch. Dann kommt hier noch eine Tür rein. Ja, wir können auch hier noch eine Druckplatte hintersetzen, wenn wir das möchten. Aber was habe ich denn jetzt gemacht hier? Ja, falsch verteilt. Zack. Machen wir hier noch eine hin. Und ja, auch schon mal.
mal vorbereiten. Ja, gut, hier können sie nicht rein. Ja, wir gehen mal rein hier in unser Reich. Genau, da können sie nicht rein. Können hier noch runter gucken. Aber ich denke mal, wenn wir das Bett hier vorne hinmachen, genau, also hier kann keiner mehr gucken. Das geht nicht. Da ist eh Wand. Höchste der Gefühle wäre dann hier vorne bis zu dieser Rasseinheit. Und da hier ja dann auch unser Schlafbereich anfängt, ist das alles auch sicher. So. Gut. Bitte ich doch ganz nett. Essen wir mal kurz was. Und dann würde ich sagen, beenden wir auch die Folge. Nächste Folge geht es dann weiter hier mit der Planung, mit der Umsetzung, mit der Einrichtung des Rathauses. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst euch gerne eine positive Bewertung da. Abonniert den Kanal, um die weiteren Folgen nicht zu verpassen. Und ja, schreibt auch gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall brennend interessieren. Wie findet ihr das hier? Macht das jetzt Sinn? Ja, haben wir das hier richtig entschieden mit dem Turm? Und wie soll das vielleicht auch hier oben aussehen? Geh mal hoch, hier ist ja eine ganze Versammlung hier an Villagern. Das sind ja viel zu viele. Also mehr als wir brauchen, und das sind auch alles hier Bibliothekare, sehe ich hier gerade. Also wenn da nicht Manning dabei ist, weiß ich auch nicht weiter. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao!